Yonyasana, die Yoni-Stellung, auch Yoni-Asana genannt, ist die Stellung der Gebärmutter, die Stellung des Mutterschoßes. Es gibt verschiedene Stellungen, die so bezeichnet werden. Im Allgemeinen ist es eine Dreieckshaltung. Du gibst die Knie etwas auseinander und die Fingerspitzen auf dem Boden und machst die Wirbelsäule ganz aufrecht. Und so entsteht ein Dreieck. Dieses Dreieck ist auch das Charakteristische der Yoni und der weiblichen Geschlechtsorgane. Wenn du also in Yonyasana bist, dann stelle dir vor, du bist verbunden mit der Erde und du bist nach oben zum Himmel hin offen. Du könntest auch sagen, es ist wie die Stellung der umgekehrten Yoni, aber andererseits entsteht auch durch das Öffnen der Oberschenkel eine Yoni mit Dreieck nach unten. So hast du zum einen das Dreieck nach oben und zum anderen das Dreieck nach unten. Gehe also, wenn du dich erden willst, in diese Yoni-Asana, Yonyasana. Es ist eben auch eine Stellung der Verbundenheit mit der Erde. Manchmal haben Menschen, die Yoga üben, so eine gewisse Neigung, in den Wolken zu schweben. Und wenn du dich wieder erden willst, dann setze dich auf oder zwischen die Fersen, gib die Knie etwas auseinander und gib die Fingerspitzen zur Erde hin und fühle dich dann geborgen im Mutterschoß von Mutter Erde.